weed from the bay. Make friends with the clowns. Ja, herrlich, herrlich. Tag 2 am Gardasee, die Sonne scheint. Sie lacht vom Himmel. Das ist heute Lorenz seine Tour. Geht zum Passo Santa Barbara, wer kennt ihn nicht. Und dann geht es runter auf der anderen Seite nach Ronzo, glaube ich, heißt es. Und dann hinter zum Lago di Chey und Monte Bondone dann, oder? Ja, Monte Bondone. Monte Bondone. 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 Und dann geht es wieder rüber auf dem Radweg bis da. Pista Cicli, wie heißt der? Cicli auf dem Fahrradweg? Pista Ciclista. Irgend sowas, genau. Und dann geht's wieder an der Sacke zurück nach Torbole. Beziehungsweise Riva. Die Tour hat wie viel? 2000 Höhenmeter. Oder? Ja. Oder so mehr? Was in der Art. Aha. Also, wir lassen uns mal überraschen. Auf geht's. Stehversuche hier in der Serpentine. Oh, da summt was. Ein Summer. Er schaut sich um und wie schaut er sich um? Das war eine Provokation. Ungefähr 300 Watt. Was hat der Ehrenradler erzählt? War Italiener. Und er hat gesagt, er ist jetzt 7 Jahre hier. Also hat er auf Englisch gesagt, 7 Jahre hier. Huh? And no one beat me. Until today. Ja, until Andre came. Ich habe jetzt 345 auf der Uhr gehabt. Boah. Wenn ich das bis zum Gipfel gefahren hätte, dann könnten wir die nächsten Gipfel auslassen. Dann können wir ihn abkratzen oben in Andre vom Asphalt. Okay, nee, ich lasse mich wieder fallen. Okay. Ich habe nicht mehr drauf gehabt. Jetzt probiert es der Lorenz, der verfolgt ihn jetzt. Fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart. Casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go. I don't wanna know. I don't want it anymore. I don't wanna go. Don't wanna know. But I keep coming back for more. Crashing down in the thunder. Yeah, the air's getting thin.
no winners. We keep pushing more and more. I don't wanna go, I don't wanna know. Oh, we made it. André hat noch Fotosession gemacht. Pass 1 von 2. Uiuiui. Hat sich länger gezogen als gedacht. Und der zweite ist noch länger, oder? Ihr Säcke, was ihr mir verschwiegen habt. Ja. Schaut euch schon mal nach einem Zugticket um, weil ich nehme euch nicht mit heim. Ungefähr 500 Höhenmeter und dann geht es wieder bergauf. Und zwar auf, ja, zu dem Lago di Chey, oder? Genau, auf 1270 dann. Ja, schon mal zu dem Lago. Und dann geht es komplett bergab. Aha. 100 Höhenmeter runter. Das klingt gut in meinen Ohren bergab. Ronzo, jawohl. Bar open. Kaffee? Bar open, 400 Meter. Kaffee. Kurz vorm Zusammenbruch, wie der Frankenbetterle. Haben sie lieber mal eine neue gebaut. Ich glaube, also, Giro 2019. Wir fahren ja nicht dieses Jahr auf Monte Bellone. Der Giro, irgendwas war da. Da ist man nicht auf Monte Bellone. Das ist der Deckel von einem E-Bike-Motor. Das kann auch sicher, sein. Bosch Performance-Line, ja klar. Geil. Wer guckt in meine Banane? Banane? Ich hab gerade Böhnig. Jum, 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 jum. Hängt man das ganze Böhnigzeug zwischen? Nee. Nee, hängt aber nichts. Also, wir haben hier einen Supersportwagen entdeckt. Ja. Leider in weiß, nicht in rot. Ja, ist nicht meine Farbe, aber aha, geiles Design. Leck mich am Arsch. Wer hat den Komm? Roman Bade hat hier den Komm bei Santa Barbara, den wir da hoch sind. Ach so. 36 Minuten. Ja, den hat er von mir weggeschnappt, die Sau. Ja. Aber ich werde mich rächen. Hat der Jochen den lange gehalten? Ja, ja, ja. Aber also mindestens ein paar Jahre. Ja, aber endlich bergab. Ach Gott sei Dank. Oh. Passo Bordola. Dann in das. Also Leute, wir sind jetzt bei 27 Kilometern und 1370 Höhenmeter. Eine lockere Einrollrunde vom Bondone.
Oh, hier ist der Lago di Che. Wo ist er denn? Da unten ist er nicht. Du müsst irgendwo linke Hand kommen. Ah, da ist er, da vorne links. Ein schönes Stresschen hier. Schau mal her, ein richtig guter Belag hier für Italien. War ein bisschen ärmlich aus. Habe ich mir jetzt schöner vorgestellt. Das ist schon so eine Abwassergrube. Ah, da ist noch mehr. Ja, aber das sieht man von hier aus nicht. Noch einer. So viele Lagos hier. Foto Session, Foto! Was macht André da? Willst du den Boot? Was für eine Kulisse! Wie geil ist das denn hier? Alter, ist das geil. Thank you.
Monte Bellone. Letzter Anstieg. Also der Monte Bellone ist genau über uns. Ganz weit über uns. Ganz weit über uns. Das bedeutet, jetzt wird es erstmal wieder zwicken in den Beinen. Es zwickt schon die ganze Zeit bei mir. Nachher. Auf jeden Fall. Ich fress mein Zelt auf. 2450 Kilometer. Oh, lecker Mio, Alter. Jeder Muskel tut mir weh. Sau geil. Das ist permanent. Das kackt in 9% oder 8%. Davon wusstest du natürlich nichts, Lorenz. Hä? Ist da hoch wie so ein junger Gott, ey. 500 Trainingskilometer und fährt, als wäre nichts gewesen, ey. Ich weiß nicht, wie das geht. Es schneit hier ganz leicht. Ganz leichte Flocken kommen hier runter. Oh my goodness. Nichts wie runter von dem Berg. So, runter vom Bondone. Letzten Schneebrocken hier. Von oben kommt auch schon Schnee. Ab ins Tal. Bis gleich. Was ist das für eine kranke Abfahrt? Geil! Wie lange warten die? 20 Kilometer oder was? Ey! Mir sind die Hände abgefroren! Oh, hier unten ist zwar etwas wärmer, aber es fühlt sich an wie 30 Grad jetzt. Wie viele Kilometer hat die Abfahrt gehabt? Ich habe keine Ahnung. Das Gefühl die 100. Wie viele Kilometer hatte die Abfahrt? Hey, da ist ja noch einer hochgefahren jetzt. Da ist ja noch einer hochgefahren. Ja, der spinnt doch, der spinnt doch. Schau mal auf die Uhr. Ja. Da oben wird's kalt. Das ist Schnee. Scheiße. Oh. Hier unten ist warm. Ja, jetzt, das fühlt sich mittlerweile warm an. Zurück am See! Ja, wieder am See! Wir sind sowas von am Ende! Platz! Jetzt ist dann Feierabend hier! Feierabend aber! Sowas von da! Ja, das war die Tour! Wo waren wir denn überall? Santa Barbara? Wir waren überall! Überall! Überall waren wir!
Und dann diese geile Schluchtenstraße da rüber zum Bondone. Der hat uns nochmal richtig den Zahn gezogen. Ja, kann man so sagen. Aber eine geile Abfahrt war es. Wow. Wow. Und gefühlte 100 Kilometer. Ja. In eises Kälte. Die schnellste Abfahrt meines Lebens. Scheiße, war das kalt da runter. Ich habe meine Hände nicht mehr gespürt. Nee, ich habe Angst gehabt, dass ich nicht mehr bremsen kann. Die waren tot. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Jetzt gibt's Essen. Ja. Regeneration. Und wir sehen uns bei der morgigen Tour, falls wir in der Lage sind. Mal schauen, wo es hingeht. Und dann sagen wir adieu, bye bye, arrivederci und bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Es war weiblich, ne? Weiblich. Das ist wieder so ein Profi, da so ein Lokale. Das scheiß Auto! Das fucking Auto! Sei nochmal runter! Sei nochmal.